Und einen wundervollen Tag wünsche ich dir. Es ist so schön, dass du heute wieder hier bist und dass wir beide, du und ich, heute wieder zusammen in diesen wundervollen Tag reinstarten können. Total schön, dass wir unsere gemeinsame Reise hier im Achtsamkeits-Adventskalender fortsetzen können. Und ich würde mich total freuen, wenn du mal deine Gedanken hier in den Kommentaren teilst, wie diese Reise bis jetzt für dich läuft. Welche Gefühle, welche Gedanken damit verbunden sind, wenn wir uns hier morgens immer wieder tagtäglich zusammensetzen. Ich würde mich total freuen, wenn du mal deine Gedanken hier in den Kommentaren teilst. Und heute habe ich eine Frage für dich. Heute geht es um dein zukünftiges Ich. Heute geht es um deine zukünftige Realität und eine Frage, die du gerne stellen darfst. Und dafür brauche ich einmal deine ganze Aufmerksamkeit. Bereit? Sehr schön. Die Frage ist folgende. Wenn du die Möglichkeit hättest, was würdest du deinem 20 Jahre in der Zukunft lebenden Ich gerne für eine Frage stellen? Hör da gerne mal in dich rein. Und schließ auch gerne die Augen dabei. Und spür einfach mal ganz intuitiv, was direkt hochkommt, was für eine Frage kommt. Und wenn du diese Frage hast, dann schlag gerne dein Journal auf und schreib dir diese Frage auf eine neue Seite auf. Zück deinen Stift und notier dir diese Frage, ganz in Ruhe. Schreib dir diese Frage auf. Spür mal, was für Gefühle und Emotionen mit dieser Frage verbunden sind. Ob sich diese Frage eher schwer oder leicht anfühlt, eher warm oder kalt anfühlt, wo sich diese Gefühle im Körper bemerkbar machen. Und wenn du dir diese Frage aufgeschrieben hast, dann spür mal mit geschlossenen Augen in dich rein oder mit offenen Augen, wenn du dir die Frage anguckst. Und setz dich mal ganz entspannt hin, nimm mit mir zusammen einen tiefen Atemzug durch die Nase ein, durch den Mund aus und lass mal los und gib diese Frage gerne mal in den offenen Raum und stell diese Frage wirklich deinem zukünftigen Ich. Als würde dein zukünftiges Ich gerade vor dir sitzen und du könntest dich mit ihm unterhalten oder mit ihr. Und dann gib diese Frage direkt an ihn oder an sie weiter. Und spür mal in dich rein, leg auch gerne eine Hand auf dein Herz, spür mal in dich rein, wie sich das anfühlt und was ganz intuitiv als Antwort kommt. Oft ist das so, dass die Antworten auf unsere Fragen irgendwo in uns verborgen sind und wir die Antworten eigentlich ganz genau kennen, doch uns nicht die Zeit dafür nehmen, um mal hinzuhören. Genau das machen wir beide jetzt hier zusammen. Wir nehmen uns die Zeit, mal hinzuhören, was denn an Antworten da ist auf deine Fragen. Wenn du die Antwort von deinem zukünftigen Ich bekommen hast, dann bedank dich gerne für die Antwort. Speicher sie dir ab, auch welche Gefühle damit verbunden sind. Und wenn du magst, öffne langsam wieder deine Augen, wenn du sie geschlossen hattest. Komm wieder hier, im Jetzt an, in diesem jetzigen Moment. Und schreib dir deine Antwort gerne auf, die du bekommen hast. Schreib dir deine Antwort in deinem Journal auf, auch vielleicht die Gefühle, die damit verbunden sind. Und nimm genau diese Frage und diese Antwort heute mit in deinen Tag. Und überprüf mal, wie und wo
genau diese Frage oder diese Antwort heute über den Tag verteilt sich in anderen Situationen spiegelt. Und dann schreib dir das am Ende des Tages gerne in dein Journal auf. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und bedanke mich, dass du diesen Moment hier heute mit mir zusammen geteilt hast und mit deinem zukünftigen Ich. Vielen Dank, ich freue mich, dass du hier bist und ich freue mich so sehr, dass wir zusammen diese Adventsreise gehen. Wir sehen uns morgen im nächsten Türchen wieder. Du wundervoller Mensch, danke für dich, dein Niklas. Ciao.